Die verstehen versehentlich als Stockholmin im Katalog erfasst wurde, aber ich denke, Sie sind da mit mir einer Meinung, dass das eine eindeutige Stockholmin ist. Wer da anderer Meinung sollte, kann sich jetzt hier gerne melden. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Von daher bewerten wir diese Hündin dann hier in der Jugendklasse Langstockhahn. Sie ist übermittelgroß, kräftvoll, steht so an der Grenze des Gepräges. Typ und ausdrucksvoll mit sehr gutem Verhältnis, damit sich aber in den Sprunggelenken noch deutlich festigen muss.
für diese Reihenfolge schlussendlich entschieden und versuche Ihnen das jetzt nachvollziehbar darzustellen. Sieger dieser Klasse für mich heute der Rüde mit der Katalognummer 67, der seine anatomischen Vorzüge hier überragt. Er ist ausgesprochen typ und ausdrucksvoll, hervorragend pigmentiert, verfügt über einen kräftigen, sehr gut geformten Rübenkopf, einen langen Widerriss, geraden Rücken, sehr gute Lage und Länge der Kruppe, sehr gute Winkelung der Hinterhand mit kräftiger Muskelung, sehr gute Winkelung der Vorhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekt geformt,
Die Sprunggelenke müssen die allerletzte Festigkeit noch gewinnen. Hinten etwas eng treten, vorne gerade treten, zeigt ihr weit ausgebreitet, Abfolge. Flach über den Boden gehen, die Gänge mit betonten wirksamen Marschen. Und frei und vor, Trittball sehr guter Erhabenheit. Wobei so die allerletzte Demo-Routine, die steht aber auch am Anfang der Saison, dann auch noch kommen muss. Heute für mich der überzeugende Gewinner dieser Klasse. Ein Sohn des Vizesiegers Jugendklasse 2016, in dessen Titel er aufsteht. Herzlichen Glückwunsch, ist die Reise. Eine aus meiner Sicht äußerst positive Erscheinung, dass nach vielen, vielen Jahren, in denen man diese Hunde unseres schwarzen Farbschlages nicht mehr so in der Spitze auf Schauen gesehen hat, endlich nochmal einen Hund dieses Farbschlages mit hervorragendem, um nicht zu sagen, überragenden anatomischen Aufbau präsentiert zu bekommen, der zudem noch in der Lage ist, seine anatomischen Vorzüge in einem hervorragenden Bewegungsablauf umzusetzen. Ich wünsche diesem Hund viel Erfolg für seine weitere Schichtschaftkarriere. Mir jedenfalls hat er ausgesprochen gut gefallen. Nein, ich muss sagen, er gefällt mir nach wie vor ausgesprochen gut. Er ist übermittelgroß und mittelkräftig, steht in sehr gutem Verhältnis, hat eine tiefschwarze, glänzende Farbe, hat einen sehr gut geformten, kräftigen Rübenkopf, hohe Lage, wieder bis gerade Rücken, sehr gute Lage und gute Länge der Gruppe, sehr gut gewinkelte, kräftig gemuskelte Hinterhand, korrekt gewinkelte Vorhand, ausgeglichene Brustverhältnisse. Die Front ist korrekt, die Sprunggelenke sind noch nicht ganz fest, hinten geht er etwas eng, vorne gerade und zeigt ihm wieder eine ganz aufgreifende, kraftvolle Gänge mit wirksamen Marschen, freiem Vortritt und sehr guter Erhabenheit und Präsentation. SB2 und Glückwunsch zu diesem Rennen.